Core Gamer Production, willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey yo guys und willkommen zu Mafia 3, ich bin's, euer Rockstar. Und ja, in der letzten Folge haben wir hier ein bisschen die Haitianer aufgemischt und gemerkt, dass sie ein bisschen abgedreht sind, abgespaced. Und ja, hier kriegen wir auch nochmal die Molotov und Granaten-Cocktails, sag ich schon, zugesprochen. So, die AK nehmen wir gerne auf. Weiter geht's. Mit dem Ballern. Ja, ich sag mal so. Okay, ist schon leer. Steckt mal richtig tief in der Scheiße. Das Ballern ist ein bisschen übertrieben dargestellt, aber es macht extrem Fun mit den Knarren. Vor allem hier mit der 540er Anlehnung. Jetzt müssen wir uns langsam von Deckung zu Deckung kämpfen. Der Dreckskerl soll brennen! Bist du völlig irre? Ja, wir haben ein kleines Problem. Oder auch nicht. Komm. Geh down. Oh, scheiße, der mit der Pumpgun. Zwei mit der Pumpgun. Oh, weg hier. Ja, ich war auch so schlau, die Spritzen oben zu lassen. Ach, komm schon. So super ein Headnut. Hier durch. Ja, finde ich geil, dass er auch ein bisschen so agiler fungiert. Der gute Linken. Okay, hinter uns ist noch einer. Nachladen. So. Weg hier. Hier durchs Fenster. Wo sind... Da sind sie. Und ja, hier haben wir Adrenalinspritzen. Erinnert ein bisschen an Far Cry 12, finde ich. Und dann nehmen wir uns direkt mal eine. Um volle Gesundheit wieder zu haben. Und ja. Wie gesagt, das Spiel, das macht immer noch riesen Fun. Oh, ficken von hinten. Hier haben wir auch das Kontern. Ja, ich bin gerade ein bisschen sehr dumm hier durch die Menge gelaufen. Hab mich ein paar vorbeigeschlichen, aber die meisten sind dann hinter mir hergekommen. Und ihr merkt ja, selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist das jetzt nicht so eine Leistung, um zu sterben. Heißt also, so viel schwerer ist das nicht. Da ist zum Beispiel ein GTA schon sehr, sehr viel schwerer. Oder aber auch ein Just Cause oder Dead Space, wie auch immer. Er ist ja auch sehr früh dran, unser Alice. So, ab in die Karte. Na komm. Und weg hier. Wir fahren zu Sammy. Fahren ihn noch um dabei. Alles frisch? Ja, alles klar. Wie lief's mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben. Verdammt, du verkratzt ja den Lack. Jedenfalls, wie ich schon sagte, er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Fahren wir zurück zu Sammy. Hobbs wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Hobbs? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren.
Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, aber ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem... Du weißt schon. Und ich erst recht nicht. Erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes. Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice Wirbel. Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Boah, ich muss mal ein bisschen die Ehrlichkeit hochstellen. Darüber müssen wir uns viel besser. Keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. Durch unser Ghetto, durch das Hollow fahren wir jetzt wieder gerade. Und ja, mal gucken, was Sammy jetzt dazu sagt, dass wir die Haitianer aufgemischt haben. Ob er wohl erfreut ist, wer weiß. Nehmen wir mal einen direkten Weg. Okay, das war doch nicht so schlau. So viel dazu zum direkten Weg. Ich hoffe, das Wasser ist jetzt nicht zu tief. Ja, und die schöne Karre schon wieder. Mal packen wir mal wie so ein Arschloch vor der Tür. Ach, von hinten. Wir hätten auch hier parken können. Scheiß drauf. Eine Sache, die Lincoln nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte, war, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten. Zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später. Passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unter... Nehmen wir wegen Marcano. Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also, es wird ihn nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Tja, dann reden wir wohl mal mit Sal. Freundlicherweise eine volle Thermoskanne Kaffee aus der Innenstadt mitgebracht. Aus der tollen Tasty-Partie. Jaja, 5H-Modus, hier realistisches Fahren und so. Ihr alle da draußen, ihr wisst, wovon ich rede. Oh, doch, das wisst ihr. Ach ja, und ich soll euch von Nancy daran erinnern, dass die Tasty-Patisserie noch Bestellungen angeht. Rüber und bestellt ihr schöne Grüße von mir. Und ja, mal gucken, was der gute Sal von uns haben möchte. Meinen mörderischen Zugwagen geplant und werden uns da nicht lumpen lassen. Wisst ihr, das wird mein erster Mardi Gras. Dann werden wir mal schauen, wie es wohl auch im Yachtclub aussieht, wie der gute Lincoln so schön sagt. Er wollte ja mal immer schon wissen, was da drin ist, wie es da drin aussieht.
Hauptmann. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre. Und Daddy war damals... 2500 Meter. Ja, New Bordeaux ist natürlich an New Orleans angelehnt. Und ja, das finde ich krass auch schon, wie hier das mit dem Rassismus dargestellt wird und alles. Also schon krank. Und aber auch hier mit den Situationen, mit denen wir jetzt spielen, ne? Finde ich ganz interessant. Und mal gucken, was sich da noch hier ergibt. Wir haben ja auch schon einen Unterboss gesehen. Für die ganz Verfegen unter euch. Ihr wisst Bescheid, wer es war. Und ja, mal schauen. Geradeaus weiter. Ob sich auch Lincoln Clay gegen hier und da die Mafiosi stellt. Ich weiß jetzt nicht, wie er seinen Rachefeldzug plant und gegen wen er es alles plant, aber es müsste auch schon dann gegen die größtenteils gegen die Mafia in New Bordeaux sein. Würde ich mal so spontan behaupten. Geht zur Seite. So, ich hoffe, es gibt jetzt keine Zeugen, die es gesehen haben. Wenn ja, sind wir am Arsch, aber das ist uns egal. Red mit der Wache. Das werden wir auch tun. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Park da drüben an der Seite. Ja, und man hat auch schon wieder an seinem Ton gehört, dass sie gegen Schwarze nicht sehr begeistert sind. Dann parken wir mal hier vorne. Lincoln Clay! Scheiße, Mann! Sieh einer an! Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Ward, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet Geil, ist. Geil, Mann, ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. Ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy, war mir eine Freude, wie immer, Sir. Noch zwei Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta. Der, von dem ich dir erzählt habe. Na los, Lincoln, setz dich. Du warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir sagt, du hast dir da ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte sehr gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Special Forces? Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink.
Gott, was für ein Arschloch. Falscher 50er. Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. Zweimal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und Sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch. Wir werden bei dieser Gelegenheit in Ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6-7 Millionen drin sein, leicht. Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Vito spendet eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen, sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten. Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das, das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist raus und hast es gelöst. Und sowas ist mir verdammt noch mal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer, keine Frage. Also, das weiß ich. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit? Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sammy ist ein Spitzenmann, aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Also, ich glaube nicht, dass Alice so weit ist. Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mir als genug für die Rente hängen. Er hat mich aufgenommen, als ich nirgendwo anders hin konnte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Sorry, Mr. Marcano, das kann ich ihm nicht antun. Scheiße, mein Sohn. Ich müsste lügen, wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde. Aber ich sehe schon, du bist loyal. Findet man selten in diesen Tagen. Wollen Sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache? Ah, natürlich, was denn sonst? Und wenn alles vorbei ist, werden wir mehr als quitt sein, Junge. Darauf mein Wort. Was wollen Sie wirklich hören? Dass wir jeden entführt und gefoltert haben, den wir in Verdacht hatten, für die Vietcong zu arbeiten? Ich möchte herausfinden, welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat. So jemand braucht keine Ausbildung. Man setzt ihn auf ein Ziel an und macht, dass man aus dem Weg kommt. Ja, und willkommen zurück in der Bank. Und wir geben jetzt nicht auf. Die aber auch nicht. War das er? Bleib ruhig. Motherfucker. Ja, und hier haben wir auch die Adler Vision. Hier bin ich, Arschloch. Ja, Georgie ist so hier. Danny und Alice sind gerade mit dem Bohrer durchgekommen. Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Der scheiß Bohrer ist dauernd heiß gelaufen. Bei dir und Lincoln alles okay? Ja, alles bestens. Wo ist Danny? Er schiebt alles weg, damit wir Platz haben, das Geld zu fangen. Okay, wenn wir hier oben fertig sind, werfen wir das Geld runter. Mach schnell! Oh, Scheiße. Kümmert ihr euch um die Kohle? Ich mach das hier klar. Na, dann verteidigen wir mal weiterhin Georgie. Keine Spur von ihm hier. Da kommen schon die nächsten Buben.
Natürlich haben wir noch genug Muni für die restlichen Idioten. Okay. Ja, lauf andersrum. Wie gefällt dir das, Arschloch? Ach komm, mach doch. So, weiter mit der Pistole. 100 Schuss haben wir auch noch. Die versuchen uns rauszutreiben. Konzentrier dich darauf, was du tust. Ja, ja, hier ist Deckenwechselsystem. Mach den Laden dicht. Ich suche mir Deckung. Ich weiß nicht, was der KI immer wieder einfällt, mitten in die Schussbahn zu laufen, aber sollen sie machen. Ja, und ich weiß nicht, die lernst du auch nicht mit dem Aufzug runterzukommen, die vollen Säue. Keine Zeugen. Wenn ich mich bewege, bin ich tot. Ach, komm schon. So. Auch wenn mein Dead Space Aim so schlecht ist, ist hier Aim gar nicht mal so schlecht. Fuck, die Wachleute ballern uns über den Haufen, sobald wir losrennen. Sag Danny, er muss uns hier rausholen. Diese Arschficker haben uns eingekesselt. Du musst dir was einfallen lassen. Ich hab TNT. Ich bring es auf unserer Seite an und lass es krachen. Und was genau soll das bringen? Wenn wir Glück haben, wird das Loch groß genug, dass ihr durchpasst. Wieso Glück? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da tust? Das ist Dynamit. Wie kompliziert soll das schon sein? Okay, brennt! Weg von dem Loch! Ja, super Experte hier. Top! Der ganze Tresorraum ist mal so runtergekommen. Ja, hierfür werden wir auch maßlos überziehen jetzt. Niemand weiß genau, warum Selma Kano es auf Thomas Burke abgesehen hatte. Aber er nahm ihm Point Verdun weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman, der Schlachter Barbieri, der prompt eines von Burkes Beinen zerfetzte. Danny Burke machte bei dem Überfall mit. Ich meine, er war Schrauber, er hatte noch nie sowas zuvor gemacht. Aber Thomas Burke bestand darauf. Er hoffte, bei einem Erfolg der Aktion würde Sal ihm vergeben und er bekäme Point Verdun zurück. Stopfen, ne? Hey, angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht. Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's Nicky? Sie wollte auch kommen, aber naja, du kennst das. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier. Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht? Ich habe schon alles vorbereitet und organisiert. Die Mädels werden da sein und so weiter. Aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist denn jetzt mein Superschlitten, eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich habe einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt mich doch bloß raus, oder? Ach, kein Grund zur Besorgnis. Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden scheiß Zentimeter, nicht nur die Rückbank. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Vergiss es, ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel, ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad. Alles klar.
Danny, alles. Ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht. Also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alte hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommen wir garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei, paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich putz den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Mein Vater hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn da raus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist. Und ja, ich muss ja immer noch sagen, die Mimiken und die Synchronisation ist echt gut gelungen. Ja, dann sagen wir auch an dieser Stelle, see you guys und seht das nächste Mal, wie es wohl weitergeht mit Mafia 3. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.